Sprechen wir mit unserer Russland- und Ukraine-Korrespondentin Ina Ruck, gerade in Kiew. Ina, was erwartet man in Kiew vom Besuch von Olaf Scholz? Man erwartet ein klares Zeichen, auf welcher Seite die Bundesregierung steht. Das sollte eigentlich klar sein, aber den Ukrainern reicht es nicht. Sie sagen immer wieder, ihr seid zu schwach oder zu sanft mit den Russen, da muss mehr kommen. Es kann gut sein, dass man hier noch mal Nord Stream 2 ansprechen wird. Sicher, denke ich, sogar wird man das ansprechen. Wir haben eben gehört, da kann auch diese Ultimatumsforderung kommen. Und auch die Waffenfrage ist wahrscheinlich nicht ganz vom Tisch, obwohl man hier schon eigentlich verstanden hat, dass Deutschland keine Waffen liefert. Es kann aber sein, dass Fragen kommen werden nach Nachtsichtgeräten oder Ähnlichem. Das wollte ich gerade fragen. In Deutschland ist man sich ja da weitgehend einig. Waffenlieferungen für die Ukraine soll es nicht geben. Aber in der Ukraine hofft man da doch noch? Ja, doch, man hofft immer noch. Man hat hier auch, ganz interessant, also die einen Leute regen sich hier auf über das historische Argument, das in Deutschland immer wieder genannt wird. Man sagt dann eben, ihr habt historisch ebenso viel Verantwortung uns gegenüber wie gegenüber den Russen. Andere, mit denen ich darüber rede, sagen, ach, das ist ja interessant, dieses Argument haben wir nie gehört. Wir denken immer, ihr liefert deshalb keine Waffen, weil ihr den Russen nicht wehtun wollt. Also das, es gibt immer noch dieses Thema hier. Ich glaube, dass auf Regierungsebene das nur noch angesprochen wird, weil man, also vielleicht in weicher Form wie eben Nachtsichtgeräte, weil man verstanden hat, dass Deutschland sich dagegen entschieden hat. Aber im Volk gibt es die Forderungen sicher immer noch. Apropos Volk, Ina, wir schauen gleich noch mal intensiver auf die Menschen in der Ostukraine. Aber geben Sie uns gerne schon mal einen Einblick. Wie viel Angst hören Sie bei den Menschen in Kiew, in der Ukraine vor einem möglichen Einmarsch Russlands? Das ist ganz interessant. Das kippt wirklich jetzt gerade in diesen Tagen. Also ich bin vor ein paar Tagen im Osten gewesen. Da waren die Leute noch relativ so drauf, dass sie gesagt haben, naja, das sind unsere Brüder eigentlich immer gewesen, die Russen. Und jetzt haben wir gerade Streit, aber überfallen tun sie uns schon nicht. Hier in Kiew ist das Nachtleben so, wie es immer war. Die Leute sind auf der Straße unterwegs. Aber jetzt gerade gestern, auch heute Morgen schon, hört man, dass die Leute doch Angst bekommen. Wenn sie den Film gleich zeigen, da gibt es eine junge Frau, eine rothaarige junge Frau, mit der wir gesprochen haben, die gesagt hat, in Kharkiv im Osten, ich bin entschlossen zu bleiben. Ich weiß, dass ich mein Land dann auch verteidigen muss, weil ich es liebe. Die hat mir heute Morgen geschrieben, dass sie das Kind jetzt doch in die Westukraine schickt, weil sie sich Sorgen macht. Also das kippt gerade, ist ganz interessant. Übrigens gibt es heute, das ist auch noch wichtig zu wissen, eine Demonstration, die ist angekündigt worden, die soll der Bundeskanzler sehen. Die wird ein bisschen entfernt von ihm sein, aber er wird sie wahrscheinlich sehen können, wo man fordert, dass Deutschland auch Sanktionen verhängt gegenüber Lobbyisten von Russland in Deutschland. Damit meint man zum Beispiel Gerhard Schröder. Also auch ganz interessant. Mhm. Ich bin gespannt, ob das beim Bundeskanzler ankommt. Ja, und morgen geht es dann für Olaf Scholz weiter nach Moskau. Sie sind ja auch unsere Russland-Korrespondentin. Was kann Olaf Scholz bei Wladimir Putin überhaupt aus Ihrer Sicht bewirken? Ja, schwierige Frage. Also das Wichtigste ist, dass geredet wird. So niedrig sind die Erwartungen mittlerweile, weil man sich denkt, solange geredet wird und diplomatischer Verkehr herrscht, wird nicht geschossen. Ich denke immer noch, dass Putin natürlich keinen Krieg vorhat. Also er wäre ja verrückt, das zu tun. Er hat im Moment eine wirklich gute Position. Alle kommen zu ihm, alle verhandeln mit ihm. Er kann fordern. Das wird er sicher morgen auch tun. Wie weit die andere Seite bereit ist, da entgegenzukommen, wird man sehen. Das wird fein austariert werden müssen. Ich glaube, dass es längst noch nicht so weit ist, dass da jetzt morgen ein Krieg beginnt. Ich glaube auch nicht, dass Putin das wirklich vorhat. Aber niemand kann in seinen Kopf schauen. Ich glaube, es geht im Moment darum, möglichst viel rauszuholen für Russland. Das wird auch Olaf Scholz, denke ich, morgen zu hören bekommen. Aber mein Wort in Gottes Ohr. In unser aller Ohr. Ina, vielen Dank Ihnen für die Einordnungen hier am Morgen bei Phoenix. Passen Sie auf sich auf.